Nein. Wir waren heute bei Sturm und Regen einkaufen. Also bekommt keinen Schreck, wenn jetzt der Vorhang aufgeht, ne? So. Hallo Freunde. Hallo meine lieben Fans, ich begrüße euch in diesem Theater. Genau, wir heute mit unserer Sturmfrisur. Jo. Ja. Eine steife Brise. Das sage ich euch, du. Hier flog alles. Alles. Ja. Aber unser Netz nicht. Unser Netz hat gehalten. Ja. Und es fliegt immer noch. Es hält immer noch. Bei der Nachbarin unten ist mindestens das kleine Gartenhäuschen. Also, nee, was ist denn das? Geräteteil, was sie sich da aufgebaut hat, schon fünfmal umgekippt, fünfmal stellt es das auf, anstatt das liegen zu lassen. Aber naja, es muss auch solche Menschen geben. So, wir waren nämlich heute unterwegs. Ja, was uns geritten hat, wissen wir nicht. Nee, genau wissen wir es nicht. Aber wir wollten ja eigentlich so, und dass unser Balkon fertig wird, fertig. Genau. Und da brauchten wir noch einiges Neues. Ja. Ja, wir zeigen euch einfach, wir waren bei Thomas Phillips, nennt sich dieser Laden, ne? Ja, Thomas Phillips. Wo man auch so günstig Sachen kaufen kann. Richtig, richtig. Und dann anschließend sind wir noch zu Obi gefahren. Zum Obi gefahren, genau. Ein Riesenladen. Ja. Ein Riesenladen. Ist schön. Und dann war so draußen so ein Hähnchenwagen, ne? So ein, den man so von früher kennt. Also, habe ich so vom Weiben gesehen, halbes Hähnchen 3,10. Naja, okay. Nee, 3,80. Nee, 3,10 habe ich gelesen. Achso, gut. Und das war aber nicht die, ne? Ja, und ich habe 3,80 gelesen. Genau, ich habe 3,10 gelesen und dann habe ich so gesagt, ach komm, lass uns mal ein halbes Hähnchen holen. Dann sagt sie, vom halben wird sie immer nicht satt. Ja. Dann in den Kopf. Kommt sie zurück zum Auto und sagt, du, das kostet ein halbes Hähnchen, kostet 4,70 €. Und dann gesagt, nein. Na, vorweg hat sie ja gesagt, ach du weißt, rief sie dann noch durch den Regen durch, rief sie, ich stand denn da und hol mal zwei ganze. Da habe ich erstmal überlegt, so viel Geld habe ich gar nicht mehr. Na, ich dann wieder. Ich bin ja auch von 3,10 € ausgegangen. Ja, und dann war ein Schild draußen, riesengroßes Schild, Bratwurst. Eine Rostbratwurst. 3,10 €. Eine Bratwurst, ja. Und ich habe das auch so gelesen, ne? Da habe ich auch noch nur 3,10 €. Ist schon teuer, aber. Aber okay, dafür hätte das Geld noch gereicht. Aber. Naja, jedenfalls, ich dann wieder zu Ille hin, sie saß im Auto. Ich sage dazu, also da reicht mein Geld nicht für. Wieso? Ich sage, naja, also 4,70 € für ein halbes Hähnchen. Nee. Dann bin ich dann wieder. Nee, hat gesagt, das unterstütze ich nicht. Das sind für ein halbes Hähnchen sind das fast 10 Mark. Ich meine, Leute. Nee, also bei aller Liebe nicht. Nein, so weit unterstütze ich nicht. Nein, das ist. Nee, das ist Wucher und nee, mach ich nicht. Ja. Nee, da ja, jedenfalls sind wir dann. Bin ich dann auch eingestiegen. Ich habe dem freundlichen Verkäufer, Hähnchenverkäufer, noch freundlich zugefunken. Dieser kann seine Gurke für sich behalten. Kann er weiterdrehen von mir aus, wie er möchte. Ursprünglich hatten wir noch vor, als wir bei Obi reinkamen, die haben da ein nettes Kaffee vorweg. Ja. Da habe ich so gedacht, auch was, wenn wir dann fertig sind, dann trinken wir eine schöne Tasse Kaffee, essen vielleicht ein Stückchen Kuchen. Und dann hat Ille gesagt, ja, und dann nehmen wir hier halbe Hähnchen mit. Ja, und warum? Ich hätte den Kredit aufnehmen müssen. Und woran ist es gescheitert? Weil ich hatte mich keinen Rollator mit, als wir zu Obi gefahren sind. Ich hatte mich meinen Rollator nicht im Auto. Ne? Dann Obi durch den ganzen Obi-Latschen, halt zu Omi auf die Hälfte, halt zur Hälfte, sag Omi, wir müssen uns doch einen Wagen holen von draußen, wo ich mich wenigstens festhalten kann. Wenn ich was zum Festhalten kann, dann geht das. Aber so geht nicht. Ja. Dann ist sie nochmal raus, hat einen Wagen geholt und dann konnten wir weiterlaufen. Ja. Und dann war ich so fertig, hat gesagt, nee, jetzt, wir trinken zu Hause Kaffee. Ja, ja. Und dann hatten wir ja dann gedacht, naja, dann nehmen wir uns halt zum Abendbrot dann zwei halbe Hähnchen, beziehungsweise zwei ganze Hähnchen mit. Aber nee, für den Preis. Naja, jetzt zeigen wir euch erstmal, was wir alle so schön gekauft haben. Der knabbert da schon am Stein rum. Ne? Jetzt ist der Da Vinci da dran. Ist Kalkstein. Aber okay. Womit fangen wir denn an? Erstmal wollen wir mit dem anfangen, was wir für einen Balkon brauchen? Ja, fangen wir mal damit an. Okay, so. Nimm mal deine Brille bitte zur Seite. Wir brauchten für den Balkon zwei neue Balkonkästen. Eigentlich, weil wir keine Pflanzen bepflanzen, nein, sondern weil Omi ihre Solarbeleuchtung darin befestigt. Ne? Und unsere sind schon seit so kaputt. Ja. Und ja.
Genau, die sind nicht 1 Meter, die sind 80. Sind 80. Sind 80. So, die sind auch nur 80. Draußen. Ja, noch 80. Naja, gut. Glaube, ja. Naja. Jedenfalls haben wir zwei so eine. Ach, hier hinten steht so auch drauf 798. Na, siehste. Ach, da unten, genau. Zwei so eine. Ist eigentlich mit Bewässerungssystem, aber irgendwie braucht. Diese Locheinsätze, ich meine, könnt ihr die sehen? Ja, die braucht Irmi nämlich für die Lampignons, also für die Lichter, die man so reinsteckt. Ne? Ja. Da haben wir zwei Kästen mitgenommen und da kommt ja keine Erde nicht drin. Aber um die so ein bisschen zu beschweren. Warte mal, ich versuch mal. Genau, ne? Hier so. Guck mal, oder so rum, ne? Wo du das richtig reinstecken kannst. Ja, gut. Wenn es passt. Ja, wenn es passt. Ja? Dann könnte man dann unten. Ja. Ach, guck mal, so richtig damit so. Ach, guck mal. Ey, richtig gute, ne? Hier mit. Das ist mit Bewässerung, genau. Ja, ja, also mit Bewässerungssystem, ja, ja klar. Uns ging es hauptsächlich darum, dass sie ein bisschen stabiler sind. Und uns ging es darum, dass du diese Löcher hast, ja, die du brauchst. Ja. Für deine Laternen und alles. Ja. Und diese Dinger, die macht man hier so, ne? Ja, da sind Löcher hier, da sind Löcher. Ach genau, damit der nicht auseinander. Genau, gut. Ja, davon haben wir zwei Stück gekauft. Wenn Omi einen Balkon macht, vielleicht nimmt sie euch dann mit. Also wenn sie diese Lichter dann alle fertig macht. So, einmal. So, davon haben wir also zwei Stück. Zweimal, genau. Genau. Komm, gib doch mal gleich einen Kasten her, um zu gucken mit den Steinen. Dann haben wir uns nämlich, die sehen so breit, dann müssen wir das querlegen. Wir haben uns nämlich Kalksandsteine noch gekauft. Und mal hin. Um diesen Kasten zu beschweren. Warte mal, vielleicht. In der Mitte passt einer. Wenn wir haben zwei zu viel. Oder du musst es hier abknüppern. So, pass auf. Müssen wir mal gucken. Pass auf, jetzt haben wir nämlich hier so einen Sandstein, ne? Kalksandstein. Der hat nämlich auch Löcher. Der passt da nicht und da passt er nicht. Also hier in der Mitte. Passt da. Genau, da passt er gut rein. Ja, aber und passt dann das nicht mehr rein, oder? Du hast doch sowieso so. So rum, ja, okay. Mhm. Ja, müsste ich sehen, vielleicht, dass ich den vielleicht teile, den anderen. Ja, oder vielleicht brauchen wir es auch gar nicht. Ja, müssen wir sehen. Ja, gut. Wenn nicht, dann stellen wir den Dings da drauf. Dann tauschen wir die Holzdinger wieder um und stellen. Ach so. Den Kratzbaum, den Haus da drauf. Aber das ist dann zu niedrig, weil dann passt das andere Häuschen nicht mehr drunter. Wieso nicht? Ja, weil das ist doch nicht viel. Die Beine sind draußen. Hochkant, so. Ja, gut, müsste mal sehen. Mhm. Können wir die Holzdinger wieder umtauschen? Ja, na gut. Ja, müssen wir vielleicht mal gucken, ne? Müssen wir gucken, ja. Müssen wir gucken. Ja, wir oder du machst das hier unten, du rubbelst das hier ab, diese Teil, was. Mal sehen, wie ich da, ob ich das denn abkriege. Brauchen wir ja nicht. Na klar. Müssen wir sehen. Ja. Ne? Ja. Okay, also wie gesagt, da sollen dann. Die Steine mit rein. Nur zum Beschweren. Zum Beschweren. Ja. Dass uns das Ding nicht auch abhaut. So. Genau. Naja, wenn nicht, ich meine, der kam 2 Euro jetzt, die 4 Steine. 55 Cent das Stück. Naja, 2 Euro. 2,20 Euro. Kann man sich auch im Garten. Ja, genau. Wir werden sehen, wie wir genau, wir werden sehen, wie wir das machen. Wir werden sehen, wie wir das machen. Ne? Genau. Okay, also das ist schon mal erledigt. Genau. So. Ja, dann haben wir noch eine Leiste. Genau. Oh, ja. Ich habe das so richtig schön hingepackt. In dem Kohlgebuss. Genau, dann braucht man noch eine Holzleiste. Eigentlich für die Konstruktion für das Gartenhaus. Für das Garten, für die Katzenvilla auf dem Balkon. Für die Katzenvilla, ne? Ne? Gut. Und dazu haben wir nämlich dann diese 4 Holzblöcke. Genau. Die wir eigentlich nehmen wollten, um das Katzenhaus höher zu machen. Weil es ist jetzt schon hoch gemacht, da haben wir so Kratzstämme dran, aber die sind halt nicht wirklich wetterfest. Ne? Also deswegen haben wir hier so, genau, so eine Holzklötze mitgenommen, ne? 4 Stück und dann kommt das Katzenhaus oben rauf, wird festgeschraubt und dann steht es schön hoch und dann können sie schön rausgucken. Ne?
Ja. Das war unser Anliegen. Ja. Mal gucken, wie sich das verwirklichen lässt. 40 cm ist der hoch. Ja. Gut, ja. Die Kratzstämme waren 30 cm hoch. Also das würde ja jetzt nicht so gut. Es würde dann noch ein bisschen höher kommen. Ja, und dann können wir noch besser ausgucken. Genau. Ja, dann da ein bisschen höher. Ja, genau. Okay, also das war... Davon haben wir vier Stück mitgenommen. Vier Stück, genau. Ja, das war es dann eigentlich, was wir jetzt zu... Ach doch nicht. Naja, gut, da kommen wir dann her. Ja, komm hier. Bring hier den Wagen. So, dann geht's weiter. Das Teil. Da haben wir rein. Ja, es gibt auch billige Balkonkerzen für 2 Euro zu kaufen, aber die halten auch von jetzt bis nachher, ne? Also, Ja, die guckst du einmal scharf an und dann... Genau. Ja, dann waren wir dann bei Obi fertig, wo wir haben es ja eigentlich andersrum gemacht. Wir sind ja erst zu Philips gefahren. Ja, genau. Ist auch wurscht. Ist auch wurscht, genau. Ist immer wieder bei Philips. Ist immer bei Philips. Bei Philips. Fangen wir damit an? Genau. Ja. Hol einfach raus, so wie du das findest. Turnte da irgendwo hinten rum und ich turnte woanders irgendwo rum und da kam sie dann plötzlich an und sagte, du, ich habe Fischbesteck gefunden. Ja. 1,69? 1,49. 1,49. Ja, dafür reicht. Du sollst ja mit den Fisch ja nicht schneiden. Genau. Und nur zum Auseinandernehmen. Zum Auseinandernehmen. Genau. Weil wenn du einen Fisch schneidest, kannst du die Gräten unter Umständen schneiden. Und das ist dann hast du ja trotzdem... Ach so, guck mal, super Preisleistung von 5,99 auf 2,99 und jetzt 1,49. Genau, also zweimal... Stand jedenfalls drauf 1,49. Ich muss jetzt auf den Bogen gucken, weil wir 1,49 bezahlt haben. Ja. Aber ist ja auch egal, wir brauchten es. Genau. Ne? Ja, dann hat Weil wir essen ja richtigen Fisch, also nicht diese Fischstäbchen oder so, sondern... Ja, die mache ich dann ja. Genau. Dann wollte Ille noch mal ein paar Kochlöffel haben aus Holz, weil sie sagt, sie arbeitet da gerne mit. Ja. Und das ist das Problem, ist immer, die kannst du ja nicht in die Geschirrspülmaschine tun. Ja, mach doch nicht, kann man ja so abwaschen. Ja. 1,69. Warte mal, da steht ja drauf, wir gratulieren Ihnen zu diesem Verkauf, zu diesem Kauf. Wir gratulieren Ihnen zu diesem Kauf. Da es sich bei diesem Artikel um ein Naturprodukt handelt, möchten wir Sie bitten, Holzteile aus der Produktion vor dem ersten Gebrauch zu entfernen. Was? Gebrauch zu entfernen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Also Holzteile. Achso, wenn Sie... Soweit, ja. Ja, weil es ist... Die ölig sowieso vorher erstmal eine Olivenöl. So, 1,69. Ja, dann Alufolie. Ich hatte zuerst eine in 10 Meter drauf, in der Teil, im Einkaufskorb und Ille sagt dann, da gibt es auch welche für 20 Meter. Genau, weil die 10 Meter kamen 77 Cent und die 20 Meter 1,09 €. Also wenn wir bei 20 Meter ja billiger, kommen wir ja billiger bei weg. Ne? Also, wir müssen ja auch gucken, wo wir bleiben. Genau. Ja, und dann haben wir noch Halterungen für die Blumenkästen. Ja, haben wir uns erstmal doof gesucht. Ja, und dann bin ich dann losgedackelt, habe dann einen netten älteren Herrn gefunden, der da arbeitet. Und der sagte dann, kommen Sie mal mit. Mhm. Und dann haben wir das. Oha, okay. Die sind bis 25 Kilo belastbar. Ja. Guck an. Ja. Naja, und wie gesagt, verstellbar. Genau. Was kamen die jetzt? 1,99 oder so. 2,99, ja. Das ist ein Zweier-Set drin. Genau. Genau. Ja, weil uns selbst sind schon so durchgerostet. Obwohl ich zu ihr gesagt habe, ich sage, die würde ich vielleicht auch noch, um noch mehr Stabilität zu kriegen, würde ich die wieder ein bisschen aufarbeiten, streichen und fertig. Ja, gucken wir mal. All dieweil. Wir haben ja eigentlich Beton. Beton ist das oder Granit? Was ist das? Die sind jetzt recht schwer. Na, so schwer sind die nicht, aber. Doch, die sind schon schwer, die Kästen. Ja, ja. Als Beton. Ja. Granit, keine Ahnung. Sind die eigentlich von Hause aus dran? 3 Stück. Als ich hier eingezogen habe, war aber nur noch einer dran. Und die anderen müssen wir uns jetzt immer selber ranmachen. Aber die passen halt nicht in der Vorrichtung wie für diese Betonkästen. Ne? Weil wir haben ja richtige Vorrichtungen dran, um die Balkonkästen reinzusetzen. Aber die passen da nicht rein. Nee. Ne? So. Deswegen müssen wir mal neue ranmachen, neue Halterungen. So, dann geht's weiter. Dann, für Fadi Schrauben, für Mutti Schrauben. Ja, genau.
lange Schrauben. Kurze Schrauben. Kurze Schrauben. Die sind nämlich im Laufe der Zeit doch weniger geworden. Ja, natürlich, bei unserer Bastelei hier. Genau. Ja, dann habe ich gesehen einen Uhrenmacher-Schraubendreher-Satz, 11-teilig. Das ist schön, wenn ich so Kleinarbeiten mache. Also zum Beispiel irgendwas wieder reparieren müsste, weil ich was irgendwas wieder kaputt gemacht habe. Und solche kleinen braucht man doch halt hin und wieder doch. Natürlich. Das Teil kam, glaube ich, 1,99. Ja, das wird die Qualität wird vielleicht nicht so sein wie. Was egal. Ich, aber den Preis für mein Gebrauch reicht es vollkommen hin. Für den Preis machst du aber nichts falsch. Ja, dann Geschirrreiniger, Schwämme. Ich rede ja schon die ganze Zeit davon, dass ich Schwämme mitbringe, aber immer vergessen. Bei Aldi gibt's zwar welche, aber nur, dass ich 4 Stück oder sowas. Mhm. Und hier sind 2, 4, 6 drin. Ja. 6 drin, genau. Und ja, genau, da steht es auch ganz groß, wenn man es lesen könnte. Ist wahrscheinlich der Sturm gewesen. Ja, genau, der Sturm. Sanft und schonend. Zarte Reinigung. Ich weiß nicht, wo kommt der eigentlich her, der Philips? Na, der Philips ist der lädt so diese. Der kauft welche aus Schäden, also wenn jetzt Brandschäden ist oder Insolvenz genau ist oder so. Genau, so kauft er die Sachen auf. Ja, gut, dann habe ich hier noch diese sogenannten Holz. Die Holzklötze. 1, 2, 3, 4. Jo. Gut, es sind jetzt nur noch 3, weil der eine da steht. Den stellen wir mal da drüben. Hoppala. So, dann hat Ille gesehen. Ja, wollte ich unbedingt haben. Ja, naja, sie möchte gerne hier so diesen. Wie eine Maya. Also ein Windspiel. Ja, möchte sie gerne oben an die Decke haben. Ja, da muss ich dann auch vielleicht nochmal ein Loch bohren. Wenn ich dann so treten, sich so schön. Ja, da kam 4 Euro. Ich wollte das haben. Ja, wenn sie das haben will, dann will sie das haben. So, dann haben wir getrocknetes Gras mitgenommen. Getrocknetes Heu. Jetzt werdet ihr euch wundern. Getrocknetes Gras. Ach, getrocknetes also Heu. Heu. Genau, Heu. Wir haben keine Kaninchen. Nein. Ihr werdet euch jetzt wundern, für was denn? Habt ihr etwa Hasen, Hamster oder so? Nein, haben wir nicht. Und zwar hat mir meine Psychologin dazu geraten, oder sie macht es halt so, dass sie hat ja auch draußen ein Katzenhaus zu stehen, falls wenn sie mal nicht da sind, die Katzen wollen rennen und können nicht, aber dann können sie halt in ihr großes Katzenhaus. Und da hat sie Heu drin zu liegen und da legen die sich ganz gerne rein. Und da habe ich gedacht, oh, okay. Dann hat sie zu mir gesagt, probieren Sie das mal aus. Und da habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir mal Heu mit. Raus in die Katzenvilla, ist ja auch so ein, ne, wo sie drin schlafen können. Und dann machen wir mal Heu rein. Mal gucken. Wir werden es berichten. Ist eine reine Pflanzenkost und reich an lebenswichtigen Rohstoffen. Ja. Vielleicht fressen sie das ja auch. Ja, können sie ja. Also auch was Gesundes. Naja. Und wenn ich jetzt aufmache, wird es nach Heu riechen. Und wenn ich nach Heu rieche, Bergwiesenheu sogar. Ja, rieche ich Arbeit. Das war immer schon immer so zu Hause in der Heuzeit, Mai, Juni. Das riecht ja gut, das Heu. Aber habe ich immer mit Arbeit verbunden. Das war dann entweder das Heuwenden oder das Heu dann hinten auf dem Gummiwagen stehen und dann die schweren Bunde annehmen, stapeln und dann mit dem Trecker nach Hause bringen und sowas. Alles das war für mich irgendwo. Ich habe mich nicht wohl gefühlt zu Hause. Schon wohl gefühlt, aber diese Arbeit, die dabei drin steckt und mein Mann, der wollte eigentlich, sondern ich bin Elektriker, ich werde jetzt Bauer. Ich sagte, wenn du Bauer wirst, dann bin ich weg. Dann bin ich weg. Ja. Ja, gut, er ist kein Bauer geworden und ich bin trotzdem weg. Hauptsache. Gut, dann hat Ille sich noch. Ach ja, Durstlöcher mitgenommen. Durstlöcher, die waren natürlich sehr teuer, da 55 Cent. Aber Blueberry Marshmallow Geschmack und Himbeere. Genau. Dann, Karotten gewürfelt? Ja, 59 Cent. Ja, wenn Jason mal da ist, wenn es mal schnell gehen soll und wir haben keine Karotten da, die sind jetzt noch bis 23 haltbar, weil er mag gerne Karotten. Und das ist wie sein Papa. Sein Papa mochte auch immer Karotten gerne. Ja, und dann Holzschutzglasur. Ja, siehst du, jetzt wollte ich mal gucken, ob das wirklich riecht. Ich habe gestern keine Brille mit gehabt. Holzschützende. So. Ja, ist sehr flüssig, genau. Holz.
Oh, okay, warte mal, warte mal. Holz ist ein. Holzbalken. Ja. Macht das auch wetterfest? Doch. Langzeitschutzerklärung. Langzeitschutz bis zu 5 Jahren. Ja, naja. Naja, naja, natürlich. Ist ja für draußen, für außen, also ist es ja Ja, wetterfest. für Ey, du, außen. woanders zahlst du so viel Geld, da sag mal, haben die einen Pfeil im Kopf. So, ne? Wir müssen unser Haus ein bisschen abschleifen, weil es ja alles Naturholz und dann nochmal neu mit Holzschutz machen. Ja, gut. Und dann habe ich noch einen. Eine neue Tortenhaube am Deckel. Die hatten sie, oh, ich weiß jetzt nicht, was sie kostete, 4,99 Nee, nicht so oder teuer. nicht so teuer. Nee, nee. Na, jedenfalls, mein Alter ist ja, hat ja irgendwann mal den Geist aufgegeben. Ich glaube, da war mal mit, ist irgendwie ein Kuchen mit umgefallen. Weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls der Ach, hat. sprichst du das so hinterhältig an, ja? Nö. Ist da mal ein Kuchen umgefallen? Wie ist das denn aus, wenn der Kuchen damit vom Brunnen beigefallen ist? Naja, Also was jedenfalls. mir der Erdbeerkuchen. Ja. Na, jedenfalls eine neue. So, Ja. ja, dann geht's noch weiter. Aldi. Aldi? Aldi. Ach ja, genau. Jetzt sind wir ja durch, ne, bei Ja. Philips. Und wie gesagt, dann sind wir zu Obi gefahren. Mit die Geschichte mit dem. Mit dem Huhn haben wir euch erzählt. So, und auf dem Rückweg hat dann Urmi gesagt: Ach komm, dann lassen wir uns mal beim Döner anhalten. Ja. Weil Döner mich schöner macht. Schöner, schöner. Und dann haben wir ein bisschen Döner gegessen. So. Ja. Und dann waren wir noch beim Aldi. Ja. Und da war ich alleine. Das ist aber schon vom Donnerstag. Da war ich mich mit meiner Psychologin auf dem Rückweg, bin ich zum Aldi reingegangen. Weil Aldi, weil die was hatten. Zeig mal bitte, mein Schatz, die Maus. Weil meine Frau braucht die ja immer. Sie hatten Leinwände. Ne? Und da habe ich Leinwände mitgenommen. Das ist immer 30 mal 40 und 20 mal. Nee, 30 mal 40 40 und und 40 40 mal mal 50. 50. Genau, 2 Stück 5 € Und zwei 50 mal 70. 70. Da kam je eine 4,99. Genau. Hab ich ihn mitgebracht. So lieb bin ich, ne? Denk immer an Super. meine So, Frau. dann nehme ich das gleich mit und dann geht's noch weiter. Genau. Und da haben die Augen von meiner Frau natürlich gestrahlt, ne? Als ich ihr das überreicht habe. Habe ich Bob, der Baumeister, hat neues Werkzeug Bob, der bekommen. Baumeister hat neues. Nimmst du mal bitte, ich will das mal, Ja. ich will mal das Heu ein bisschen Ja. wegpacken. Kann ich ja mal so öffnen wie bei Wer wird Millionär? Hier ist der Koffer. Was Meine denn? Frau hat mich neues Werkzeug bekommen. Und da hat sich meine Frau gefreut. Natürlich. Natürlich, über sowas freue ich mich immer. Ne? Ja. Ja, ihr hättet mal. Also der Koffer kam jetzt statt 10 Euro, 6 Euro runtergesetzt. Hat gesagt, komm, nimm mit für meine Frau. Und ihr hättet mal meine Frau sehen müssen, als sie hier eingezogen ist. Wann bist du eingezogen? 2011. Ja. Ja, 2011 im September ist sie hier eingezogen. Und als sie dann mein ganzes Werkzeug entdeckt hat. Oh. Sie hat gedacht, der Umzug hat sich gelohnt. Ich bin im siebten Himmel. Schlaraffenland. Ja, wirklich. Hat sie wirklich das sehen, weil sie ist haben, ne? Bastel. Ja. Und das war unser Ausflug. Ja, stürmisch. Stürmisch, regnerisch, Ja, ungemütlich. ungemütlich, ja. Ja. Aber gut, wir haben es jetzt hinter uns. Mutter, das ist die Genau. Natur, die rächt sich, das ist einfach so, die Natur hält sich alle zurück. Ja, das war's, Das ne? war's. Also von uns kurz und schmerzlos, aber wir wollten es euch nicht vorenthalten, weil ihr seht uns ja gerne, wenn wir euch was zeigen, ne? Oder? Mit unserer Sturmfrisur hier extra für euch heute nochmal nachgemacht, ne? Eigentlich wollten wir gestern schon das Video drehen, ne?
Ja, aber der, wir sind nach Hause gekommen und ich habe gesagt, ich habe jetzt keine Lust, den Einkauf mit dir noch hochzubringen. Ja, Den hole ich der jetzt. Regen und Sturm Nee, und nee, denn wir werden ja irgendwas weggeflogen und. ja, Nee, genau. das wollten wir nicht. Ja, aber wir wollten euch wenigstens unsere Sturmfrisur zeigen, Genau. die wir gestern wirklich hatten. Also das sah, also nee. Ja, und dann, das waren wir ja auch. Bis auf der Knöchel. Ja. War schon. Ja, aber wir haben es hinter uns. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das alles so verwirklichen können, was wir vorhaben. Genau. Ne? Noch nicht, aber heute ist trocken. Windig ist es eigentlich, geht, ne? Also, Ja, aber es geht. trotzdem, ich möchte nicht, dass du da draußen rumtanzt auf dem Balkon. Rennt ja nicht weg. Nee. Ne? Also, wird auch wieder besser, das Wetter. Genau. Ne? Wir wünschen euch, oh, Entschuldigung, ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf, der Sturm ist ja, habt ihr irgendwelche Sturmschäden erhalten? Nicht, Sturmschäden. Naja, habt ihr Sturmschäden? Ist bei euch irgendwas passiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Sturmwichteln. Alles, was man nicht braucht, stellt man raus, ne? Ja. Nee, nee. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid alle gut durch den Sturm gekommen. Ja. Und ja, was sagen wir dann, mein Schatzi Mausi? Schönen Dank fürs Zuschauen. Ja, schönen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Genau. Kommentieren, fürs Liken. Ja. Und Und der Vorhang. der Vorhang fällt. Jetzt fällt der Vorhang. Gleich, wenn wir hier fertig sind, fällt der Vorhang. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und was sagen wir? Immer Immer wieder wieder gerne. gerne. Tschüss. Scotty ist am Start.